Okay, Freunde, Control Late Night ein bisschen, DLC 2 und wir holen das Schild, da habe ich einen kleinen, leider einen Tipp bekommen. Wie es genau geht, weiß ich nicht, aber zumindest wo ich hin muss, um zu gucken, wo eine Sidequest ist und dann kann ich das Schild, was auch immer das Schild ist, aufbauen. Gucken wir uns gleich an. Ja, in einer Minute bin ich da, Freunde. Okay, Akku ist voll, Freunde, und dann, ach ja, wollen wir mal gucken, hä? Weil es ist ja schon spannend, waren ja nur, wie viel? 31, ja, Descounter lasse ich laufen, bis ich den, DLC 2 auch beendet habe. Andernfalls macht das keinen Sinn. Und dann gucken wir mal. So, jetzt muss ich nur mal überlegen. Wir waren irgendwas mit im Dunkeln. Da konnte ich mit einer Lampe, ne, mit einer Glühbirne oder einem hellen Licht so einen schwarzen Glibber da wegmachen. Aber da setzen wir dann erst an, wenn ich das Schild geholt habe, weil das fehlt mir ja noch. Und das machen wir jetzt. Gucken wir mal. So. Music out. Also, wir können eine Schnellreise machen. Also, ich müsste zur Wartung, wurde mir gesagt. Wartung war wohl isoliert. Fundament, nee. Forschung nicht. Genau hier, ne? Wo? Warte mal, muss ich auf die Karte gucken, wann der Dings ist? Wo komme ich denn da raus? Moment. Das ist die Kühlpumpen, obere Etage. Da wollen wir nicht hin. NSC Kontrollraum. Ne, das ist zu weit weg, ne? Belüftungssystem. Ist das untere Etage? Ich sehe das gerade nicht. Shit. Ist das untere Etage? Also wurde mir gesagt, dass ich in den Wartungsraum und dann Central Maintenance und dann würde ich das dahinter irgendwo ohne Spoiler finden. Ja. Wo kann man mal hin portieren hier? Oh, das ist zweite Etage, das ist zu weit weg. Genau, weil das ist zu weit hinten. NSC-Kontrollraum. Vielleicht von hier. Transform-Eingang, das ist zu weit. Wo sind denn die Kühlpumpen? Da. Was war denn der Haupt-NSC-Energiequelle? Jetzt weiß ich nicht, welche Etage das ist. Das war, glaube ich, eher ganz oben oder ganz unten, ne? Okay, wir probieren es einfach mal aus. Wir nehmen Fundament nicht. Das wäre nicht schlecht hier. Dann sind wir auf dem Rondell oben, oder? Weil da steht obere Etage, aber wir können ja runterspringen. Gucken wir mal, ob es stimmt. Weil das Schild, also hatte ich doch recht behalten, dass man auch für alle, die das Neue nochmal zockeln wollen, man muss wirklich, und das finde ich ein bisschen, ja, schade, du musst wirklich, ja, wissen, dass das eine Sidequest ist. Finde ich halt nicht so toll, aber mein Gott. Okay, wir gucken mal Karte. Wir müssen Richtung Kühlpumpen, glaube ich, hat der gesagt. Und dann Central Maintenance. Ich sehe das gerade hier nicht. Elevator, Ventilation, Pumps. Wo wäre denn Central Maintenance, bitte? Auf der anderen Seite? NSC-Transformation. Warte mal. Nee, Mädchen. Naja gut, wir haben ja... Wir sind zumindest an der richtigen Stelle. Fängt ja gut an.
plus 1. So. Eieiei. Ich hätte mal den Death-Counter von Anfang an laufen lassen sollen, dann wäre der wohl nicht so niedrig. Also, wir können hier hin. Ich merke mir halt nicht, wo das war. Central Maintenance. Ah, hier haben wir es. Das nenne ich mal einen guten Zufall. Okay, machen wir mal ein bisschen Palaver so. Ja, die halten ja nichts aus, ne? Okay, wir sind mit unserem Set und Mods ziemlich gut dabei gewesen. Okay, ich könnte eigentlich nur reingehen, ne? Theoretisch. Ist eigentlich wurscht. Kommen die eigentlich mit? Ist das Area abhängig? Ja, gibt's noch ein bisschen EP, ein bisschen warm spielen. Ich wollte eigentlich morgen erst 16 Uhr, aber ich hänge noch mal heute was dran, weil das so spannend ist. Damit ich den Faden nicht verliere. Okay, Dude. Also, es hieß Central Maintenance und dann gibt es irgendwie eine Sidequest. Wo, weiß ich nicht. Habe ich das schon mitgenommen? Ich weiß es nicht, Mensch. Hier drin oder was? Es hieß, irgendwo liegt die Sidequest auf dem Tisch. Turbinenraum? Wohl nicht. Kann es sein, dass das hier irgendwo war? Habe ich die Quest vielleicht schon und habe die geskippt? Das wäre natürlich Ultimate, ja. Wir gucken mal eben. Moment, hier Missionen. Oh Gott. Also wir müssen uns merken, ein dunkler Ort ist die... Ne? Hier ist sie doch. Eine gute Verteidigung. Schließe den Trainingskurs in der vorgesehenen Zeit ab. Fuck. Wo? Zentrale Wartung. Moment, Moment, Moment. Muss ich zurück? Central Maintenance und dann... Weil, wie gesagt, das hat zum Glück keiner gespoilert. Wie komme ich denn jetzt darüber? Übers Field Training? Warte mal. Moment, Moment, Moment. Ich bin von Central Maintenance gekommen. Korrekt? Wo muss ich denn jetzt hin? Wo beginnt denn der Kurs, wenn ich fragen darf? Okay. Whatever. Müsste ja richtig sein hier, eigentlich. Okay, da haben wir irgendeinen Schalter. Ja, ja, ja. Ich habe mich total verfranzt gerade, sorry. Aber man weiß es ja nicht hier. Also, dann hatte ich die Quest schon und bin die übergangen. Ja gut, das ist dann wirklich meine Schuld in dem Fall. Verdammt. Moment, ich muss nochmal was am Telefon ausstellen und dann können wir loslegen hier. Sonst geht das Gebimmel wieder los während des Streams und das brauchen wir ja nicht, oder? Nein. Wir haben ja den Marshall auch beim ersten Mal geschafft. Question mark? Nein, nein, nein. Okay, ja. Schön leise stellen, dass hier keiner anbimmelt. Okay, Track Activator. What? Okay. Bereit machen, Ranger. Oh shit. Startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los. Fuck. Was für ein Kurs. Oh shit. Nachladen. Fuck. Dude. Keine Energie mehr. Ich glaube, das wird nix. Nimm auf, Mädchen. Okay, und nu? Okay, run, 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 run. 15 Sekunden oder 5? Wie lange ist der Kurs denn? Oh shit.
Na, das wird nix. Noch 5 Sekunden. Nicht geschafft. Nochmal, Ranger. What the? Excuse me? Warte mal. Also, dass ich das versemmelt habe am Anfang? Okay, okay. Sehe ich ein. Aber nun, was hätte ich denn hier machen sollen? Warte mal, ich teste das mal. Also, wir haben 2. Ach so, okay. Hey, verstehe. Und dann wäre das aufgegangen. Ach, shit. Wie komme ich denn zurück? Ist das der Rückweg hier? Zum Anfang? Da ist der Schalter, ne? Ja. Okay, warum hat der denn der... Die Waffe ist okay. Na gut, wir versuchen es nochmal. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los! Okay. Green Light, bitte. Könnte schneller gehen. Okay, genau an Marker nicht vergessen. Go, 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 babe. Focus, focus. Okay. Denk dran, es waren 2. Nein, schon wieder. Noch 15 Sekunden. Oh, ich habe noch 15 Zeit. Run. Was? Okay, Moment, was? Säubere das Objekt der Macht. Hier ist was, hier ist was. Ein Tresor oder so. Fuck. Okay. Was ist denn das jetzt? Und das ist für das Schild? Nee. What the heck? Achso, die sind immun, hieß es, ne? Ach du Scheiße. Das ist wohl das Schild, oder wie? Oh oh. Okay, okay. Macht Sinn, macht Sinn. Ich muss aufpassen, wenn der Cooldown kommt, dann bin ich weg. Oder hält das ewig? Geil, das ist ja cool. Und das hatte ich alles nicht bei dem Marshall, ja? Okay. Hm. So viel dazu. Okay, wir haben da was. Kann ich damit fliegen? Ja, das ist ja noch besser. Ich muss weg, ich muss weg. Okay, ausruhen ein bisschen und dann, wo müssen wir denn überhaupt hin? Okay. Also der Cooldown ist nicht der höchste, muss man sozusagen. War ich im toten Winkel? Oh, scheiße. Können die mich von da hinten treffen? Moment. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier hin, ne? Irgendwie. Am besten später nehmen. Oder verbrauche ich zu viel Energie, wenn ich... Wo, wo ist denn hier? Leute! Haha! Jetzt verstehe ich das Game. Okay, testen wir mal. Mann, hätte ich das mal heute bei dem Fuck Marshall gebraucht, ey. Ist da nicht euer Ernst. Noch wen hier? Ja gut, ich meine, aber wie gesagt, ich hatte keinen Spoiler. Ich hatte nur den Tipp, dass es hier ist, in der Nähe. Aber da ich die Quest schon hatte, das konnte derjenige ja nicht wissen, dann ist es okay.
Okay, wo war jetzt der Rückweg? Moment. Ich bin hierher gekommen, ne? Ich muss ja wieder zurück und dann Checkpoint und so, dass ich erstmal wieder zu dem DLC zurückkomme. Habe ich denn jetzt die Möglichkeit? Nee, kann ich nur am Checkpoint machen. Also muss ich hier raus, Powerplant, Wartung und dann gucken wir mal. Aber das ist schon ziemlich cool. Also nur, dass man das in eine Nebenquest packt, ist halt nicht in Ordnung. Aus meiner Sicht, bescheidenen Sicht, weil ihr wisst schon, was ich meine. Das ist verwirrt einfach nur und ich wette doch, dass so viele das gar nicht wissen. So, wo war jetzt hier mein Checkpoint? Irgendwo oberhalb war das. Kriege ich bestimmt wieder eine Welle gedrückt hier, aber ist mir egal. Wir müssen ganz hoch. Gehen wir zum Checkpoint, dann fliege ich wieder zurück. Okay, hier nicht, ne? Neue Feinde? Ne. Checky Point, wo warst du? Ich muss mal rumgucken. Irgendwo hier auf dem Rundell war das. Oh, Secret. Okay. Also man könnte darüber... Ja, wenn man nicht runterfallen würde. Meine Güte. Ist auch sowas, was mich derb stört manchmal an dem Game. Klar, kommt auf einen selber an und so. Oh, da haben wir den. Oh, das wird knapp. Na komm. Mal gucken, wie... Obwohl, ich kann den ja stehen lassen, also ich kann den kämpfen. Ah, Checkpoint haben wir. There you go. Schnellreise. Gehen wir erstmal... Wir müssen die Mission erstmal aussuchen, ne? Kommen die mit? Okay, komm, wir liefern uns mal ein kleines Battle hier. Kann nicht schaden. Wir wissen ja, wie es weitergeht. So ein bisschen wenigstens. Kommt der wieder? Ich denke nicht. Nicht, Mädchen! Ich hasse solche Stellen. Meine Fresse. Okay, pass mal auf. So machen wir das. Hei, hei, hei. Okay, wir konzentrieren uns mal. Wir müssen die Hauptmission erstmal wieder auswählen. Ein dunkler Ort. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich hier auftaucht. Moment, Fähigkeiten. Ja, guck mal hier. Mit dem Schild, ne? Jetzt ist das Schild da. Aber was kommt denn dann? Da fehlt ja noch eins hier. Ist aber kein Hinweis, was da fehlt. Ja. Machen wir. Na gut, da ich so viele Punkte habe. Alright. Wir bräuchten noch hier was zum Aufwerten. Wir brauchen immer noch eine verdorbene Probe. Den könnte ich mir bauen, möchte ich aber im Moment noch nicht, weil konfisziertes Motiv, versteckte Tendenz, das sind die Materialien. Impuls feuert Haftmunition, die nach gewisser Zeit explodiert. Alternativ kann sie manuell ausgelöst werden. Auch nicht so schlecht, ne? Komm, bauen wir mal. Scheiß da unten drauf hier. Was stand jetzt da? Impuls aufwerten. Okay, er gibt mir einen Hinweis, aber ich kann es trotzdem nicht nutzen. Egal. Wir nehmen mal hier den Kollegen und ballern mal. Was braucht man denn? Haftmunition wäre gut. Exklusiv für Lader. Explosionsradius plus 46%. Here we go. Also, ich bin schon mal sehr zufrieden. Und wir gehen jetzt mit Schnellreise zur Hauptquest. Ich glaube weiter unten, ne? Ausgewählt haben wir sie. Und da können wir ja noch ein bisschen weitermachen. Untersuchungssektor. So. Wir waren hier. Aber eigentlich waren wir doch schon ein bisschen weiter, oder? Na, ist egal. Let's go. Nee,
Nee, wir waren nicht weiter. Wir waren an der Stelle, weil wir gesagt haben, da machen wir dann später ein bisschen vorwärts. Okay, wo sind wir hier eigentlich? Filing and Processing, Firebreak, Operations Center, Active Investigations. Okay. Na dann. Die dritte Form. Das Rauschen nur finsterer, die Finsternis nur lauter. Atman dehnte sich, wie ein Wurm durch die Zeit. Die dritte Form war ein Monster. Jetzt stürzte sie sich aus dem Dunkeln auf Faden. Mhm. Aus dem Dunkeln? Energiezelle. Ah, wir haben wieder was, wo wir Licht brauchen, ne? Okay, hier ist alles dunkel, wie geplant. So, das Haftding muss ich mal kurz ausprobieren. Oh, so schnell schießt das Ding. Wie kann ich es denn, okay, warte mal, ich schieße und kann es direkt... Okay, okay, steht ja auch da. Okay, Lichtquelle suchen. Na, das wäre zu schön, ne? Ich höre schon wieder super schöne Geräusche hier. Für mich, Legastheniker, ist das nicht so toll. Oh oh, wir haben ein Tonband. Dann hören wir mal rein. Nicht vergessen, alle Angestellten müssen ihre Stunden am Monatsende einreichen. Im Federal Bureau of Control gilt Zeit als objektiv. Und Arbeitszeit in alternativen Ebenen kann nicht abgerechnet werden. Astraltauchgänge zählen nicht zum Ausgleich für Überstunden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Nennenswerte Infos. Oh, hört euch das mal an, ey. Das ist ein Checkpoint, okay. Nehmen wir. Okay, der ist dahinter. Braucht das Licht, verdammt. Das mit den Haftdingern ist ja saugeil. Ich hätte das mal vorher lesen sollen, aber manchmal, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Okay, das ist die Operations Central. Agent Fisher, Tag 6 im Hotel. Bisherige Überwachungsmethoden, Kameras mit Faseroptik unter den einzelnen Türen durchgeführt, Bewegungsmelder in der Lobby, per Stolperdraht verbundene Blitzlichtkamera gegenüber des Eingangs, Fingerabdruckpulver in der Rezeption. Ergebnisse bisher unterschiedlich, aber meist nicht eindeutig und nutzlos. Das Videomaterial ist beschädigt, manchmal geht auch die Ausrüstung kaputt. Ich weiß nicht genau warum, Das Motel macht sich über mich lustig. Das ist die einzige Erklärung. Ich höre sie hinter verschlossenen Türen lachen und schreien. Die Glocke am Empfang klingelt mehrmals am Tag. Aber wenn ich hinschaue, ist keiner da. Ich soll mich zwar verstecken, aber ich... Die Türen schließen sich, bevor es mir gelingt, einen Blick auf ihn. Ja, das kennen wir. Sie führen mich an der Nase rum, wer immer sie sind. Vielleicht... Moment, psch. Oh shit. Na los, du Faserabdick. Mach jetzt. Okay, na endlich. Okay, interesting. Könnte ich die Lichtquelle hier mitnehmen? Okay, statische Lichtquelle. Vielleicht habe ich diesmal was erwischt. Wenn die Aufnahme diesmal nicht funktioniert, dann schwöre ich. Was? Hallo? Wer ist da? Ja, ich kenne das. Ach, Scheiße. Fucking. Ich bin vom FBC. Ocean View. Ich habe eine. Wo ist meine? War das? Die Aufzeichnung? Okay, also hier waren wir doch gerade, ne? Wir checken nochmal. Ja, haben wir geholt. Wir haben immer noch keine statische Lichtquelle für oben. Oh. Heißt das, das sind Missionen für diesen Bereich, oder?
Ich lasse das einfach mal. Weil das ist schon wieder ein bisschen zu verwirrend. Moment, was ist das hier? NASA? Revision der NASA? What the heck? Okay, hier kann ich nicht rein, ne? Active Investigations. Tja, ist jetzt die Frage, also wenn ich das alles an... Ich nehme die einfach mal mit, ja? Ja. Also wir müssen erstmal da rein. Nee, ich will das mit den Missionen, das geht mir alles viel zu schnell. Also wir machen das. Abteilung für aktive Untersuchungen, genau. Jetzt gucken wir auf die Karte. Also wir müssen da ran. Also da weiterkommen. Wir brauchen eine Lichtquelle. Hieß es. Moment, ich muss mal eben hier gucken. Da sind Schalter drin. Okay. Und da ist die... Wo ist die Tür? Auf der anderen Seite. Okay, Babe. Babe, danke. Tür ist auf der anderen Seite. Also wir nehmen den Kübel mal mit. Und dann schweben wir... Müssen wir schweben oder einfach nur die Treppe mit hochnehmen, oder? Aber eigentlich ist es doch außerhalb. Nee, Quatsch. Ach so, wir müssen erst das... Okay. Aber das haben wir schon mal hier, weil wir das mitnehmen müssen. Aber geil gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil der Kaffee, der Automat hält nicht, ne? Weil der hat ja auch Licht dran, aber ist keine aktive Lichtquelle. Was wäre denn eine aktive Lichtquelle? Das habe ich probiert, da habe ich eine Menge Leben verloren. Okay, gibt es hier oben irgendwas? Ich könnte den natürlich hier reinhauen, damit ich... Oh, Moment mal. Ist das die Energiequelle? Hahaha, dann geht's automatisch weg. Okay, wieder was gelernt. Ja, das Tutorial hat mir irgendwie was Falsches gesagt, ne? Also können wir das Ding jetzt mitnehmen? Moment. Wir holen gleich die Energiequelle von draußen, dann hören wir uns das Tonband an. Machen erstmal das Türchen auf, damit wir hier... Genau. Und dann gut. Nice. Dann können wir das Ding hochfahren, ne? Was mich wohl hier erwartet. Moment, irgendwas zeigt er mir noch mit dem... Seht ihr das? Achso, der zeigt unten auf die Entfernung des Bandes an. Hören wir uns das mal an. Meine Kenntnis der Dunkelheit ist fragmentiert. Hartmann. Unvollständig. Dieser Abgrund, diese Leere. Es ist offensichtlich, sie will nicht verstanden werden. Wenn es so ist, dass Licht Wissen symbolisiert, dann folgt daraus, dass die Dunkelheit der Unkenntnis entspricht. Aufgrund ihres Wesens verabscheut sie Erkenntnis. Natürlich treibt mich mein eigenes Wesen dazu an, alles zu begreifen. Wir sind Gegenkräfte, die kollidieren müssen. Aufgrund dieser Wesenskonflikte wird das Licht der Wahrheit gewiss die Finsternis verdrängen, bildlich und wörtlich gesprochen. Jede einigermaßen starke Lichtquelle kann als Schutz und sogar Waffe gegen diese metaphysische Düsternis dienen. Und dann sind da noch die Künstler. Ich bin sicher, dass Tom, Wake, die Anderson-Brüder und Lane mit der Dunkelheit involviert waren. Die Frage ist, ob ihre unheimliche Fähigkeit, die Realität durch Kunst zu beeinflussen, die Dunkelheit anlockt, oder ob ihre Werke sie sogar erschaffen. Da Wake nun sicher in meiner Lodge ist, werde ich den Antworten auf diese Fragen hoffentlich näher kommen. Wenn er dann kooperiert. Bisher stellt er eine Herausforderung dar. Nun, Hartnäckigkeit ist das Fundament des Wissens. Apropos, ich muss meine Runde drehen. Das ist ja interessant, dass man das Licht mit Wissen in Verbindung bringt und dann ja, die Düsternis, also Dunkelheit mit dem Entgegengesetzten.
Oh fuck. Who are you? Hm? Ja, mach mal. Okay. Interesting enemy. Aber wer soll das sein? Ich sehe ja nicht mal einen Namen. Das sind zwei? Okay, haben wir gehört. Da ja, müssen wir mal gucken hier, was wir machen können. Also, ist komplett gesperrt. Wir bleiben aber erstmal oben, weil ich will das mit den Granaten unbedingt mal ausprobieren. Oh, shit. Ja, ich hatte vorher mein Leben schon kaputt gemacht. Könnte ich das mit den Granaten? Okay. Oh, das ist ja cool. Also, von der Story her, der Hartman, er nimmt das an. So wie ich das verstehe. Ja, dann ist er wahrscheinlich der Nächste, der Vogel, ne? So, die kann ich natürlich jetzt erstmal vergessen mit den Granaten. Operation Center, war das richtig? Ja, ja, ja. Ach, da sind die schon, okay. Ja, beide weg. Okay, Motherfucker. Ich muss mir angewöhnen, dass ich ein Schild habe. Wenn der nämlich nachladen muss, da könnte ich eigentlich ja reinhauen. Oh shit. Komm her. Ja, jetzt macht es natürlich Spaß, wenn du das Schild noch zusätzlich hast. Geil gemacht. Komm, kriegst die Lampe. Shit. Sau geil. Noch jemand? Ich höre zumindest noch Stimmen. Ich sehe niemanden. Schwebt da noch irgendwo wer? Unheimlich. Alles unheimlich hier. Ach hier. Naja, zwei sogar. Okay, Motherfucker. Deal. Müsste es gewesen sein, ne? Das ist cool, das gefällt mir. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, dass man irgendwann so ein bisschen den extremeren Einstieg findet. Und jetzt weiß ich auch, was Texturchip meinte aus der Community. Wenn ich das Schild habe, dann hätte ich mir bei Marshall ja einen ruhigen machen können. Habe ich aber nicht. Hm. Was sage ich dazu? Ja, genau. Also wir könnten, wir gucken mal, ob wir schon Materialien bekommen haben zum Aufwerten. Immer noch nicht. Verdorbene Probe. Muss ich mal nachher lesen. Kann man das eigentlich sehen bei den Materialien, dass man sagt, na, man sieht nur die, die man hat, ne? Ah, shit. Okay. Whatever. Oops. Da. Ich habe gerade irgendwas Grünes gesehen hier. Ich sehe nichts, tut mir leid. Ich habe auch keine Energiequelle. Ist hier eine Tür oder was ist hier? Ah ja. Gott, schnell wieder raus. Mal wieder ein Fahrstuhl, Freunde. Okay, wir haben eine Energiequelle. Wir verlieren aber kein Leben. Kann man trotzdem rufen? Oh shit. Geht? Na dann. Scheiße. Naja, klar, ne? What the? Was ist das? Ich will das nicht. Wow. You genau, dude. Wo war das Ding? Ah, Licht, ne? Ja, ist schön, aber... Okay, nur in der Dunkelheit.
Okay, ich kann ihn ja nicht besiegen. Power Cores. Also, wir hätten dort mehrere drin. Oh, scheiße, muss ich rundherum die Energie bringen? Oh mein Gott. Wie willst du das hier sehen? Du müsstest ja schon. Ah, das ist hart. Nein, hau ab. Okay, am besten ich tue mir erstmal ein paar hier hin in das Licht. Hm? Geh weg. Hier ist hell. Sieht übel aus, ne? Also wir hätten hier einen. Und dann holen wir uns mal noch was raus. Ich tue die einfach mal irgendwo hin, damit ich ein bisschen... Ihr wisst schon. Wie viel haben wir denn insgesamt? Einer... Ach nee, das ist immer neu, okay. Mal hier in der Mitte und hier bräuchte man noch einen. Nur für den Fall. Ich weiß ja nicht. Gut. Wir hätten hier... Au. Das ist super spannend gemacht, aber ich habe immer noch keinen Dunst, wo die Energie-Gegenzellen sind. Ja, schnell hier hoch, komm. Das könnte hier eventuell sein. Sieht nach sehr viel Elektro. Ah, da haben wir einen. Okay, okay, okay. Verstehe. Gehen wir mal ins Büro, ein bisschen gucken hier. Ist ja alles hell. Aber was sind das denn für Viecher? Das wird ja immer schlimmer. Seid bereit? Whatever. Okay, hier war ich vorhin im Dunkeln, ne? Das war das Ding. Gut, also wir können uns den hier schnappen für da. Das ist nur ziemlich düster. Also machen wir so. Wir gehen schnell in das Licht. Ja, ja, ja. Schmeißen wir mal kurz hier hin. Cooldown und ab dafür. Schmeißen wir erstmal hier hoch. So, meine Freundin da aus der Dunkelheit. Dann können wir uns das nämlich mal in Ruhe angucken. Okay, das war der Aufgang. Uiuiui. Okay, also, so wie ich es gedacht hatte. Einfach im Kreis rennen. Na gut, dann nehmen wir dich mit. Ja, schön in Zelle. Ah, ich glaube, man kommt da nicht hoch, oder? Wollen wir mal probieren? Nicht mit uns, Baby. So nicht. Müssen alle sein, denke ich. Was ist... was war denn... What the actual fuck? Komm, komm, komm. Na. Babe. Wir haben das doch geübt. Gut. Brian Hanneman, 21 Jahre alt, wohnhaft im Süden von Texas. Tut mir leid, Ma'am, aber ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin. Sie wissen, was Sie getan haben, Mr. Hanneman. Ach ja? Erzählen Sie mir von Delivery Disaster. Dem Film? Ich weiß nicht, also er war nicht sehr gut. In Ihrer Kritik waren Sie anderer Meinung, aber mehr darüber später. Wo hatten Sie den Film her? Von Movie Night. Mit einem K, nicht nur mit N. Nicht Night wie Nacht, sondern Wer hat Sie kontaktiert? Warum haben Sie den Film rezensiert? Niemand. Ich habe ihn mir ausgesucht, weil er so obskur war. Ich mochte den Film nicht mal. Ich hätte ihm keine so hohe Wertung geben dürfen, aber wenn ich so obskure Filme rezensiere, komme ich schlau rüber und dann hören mehr Leute meinen Podcast. Ich werde erfolgreich, kann bei meinen Eltern ausziehen, aufs College gehen und endlich einen Abschluss im Fernsehen machen. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Okay, der Kerl weiß nichts. Ich beende die Sitzung. Einen auf wichtig machen. So ist das. Liebe Rezessionisten. Jetzt wisst ihr, was los ist. You got outplayed.
Okay, wo müssen wir lang? Na, eigentlich Fahrstuhl? Wahrscheinlich, ne? Er wollte uns ja hier behalten. Also der Hartman scheint hier eine große Rolle zu spielen, weil er... Himmel, erschrecken Sie mich nicht so, Langston. Ich höre nicht, wenn Sie was sagen. Das ist ein Lautsprecher. Finden Sie eine Gegensprechanlage. Das war gut. Das hätte auch ich sein können. Moment. Eagle Limited AVE? Wait. Oh Gott, guckt euch mal die Fragezeichen an. Ist das der ganze DSC hier? Oh shit. FRA Moro AVE? Keine Ahnung, was hier los ist. Man könnte rüberschweben. Mache ich auch nicht. Okay, let's go. Langston, ich bin's, Jesse. Ich weiß, ich sehe sie auf den Monitoren. Die Kameras liefen nicht mehr, seit wir den Sektor vor ein paar Jahren versiegelt haben. Ich rate mal. Versiegelt wegen dem Monstertypen. Was? Sie haben Dr. Harten gesehen? Hätten Sie diese Brandschneise bloß nicht geöffnet? Okay, finden Sie Hartman und erledigen Sie ihn, bevor er sie in die Behörde schafft. Das Ding ist ein Mensch? Er war ein Mensch. Wir brachten ihn her, nachdem er in einem AWE gewandelt wurde. What the hell? Ich habe den medizinischen Begriff vergessen, aber Licht schadet ihm jetzt. Haben Sie eine Taschenlampe? Nein. Eine Laterne? Stirnlampe? Leuchtpistole? Ah, Lichterkette. Wickeln Sie sich einfach darin. Habe ich alles nicht, Langston. Mist. Okay, Ihnen wird schon was einfallen. Mhm. Ich behalte Sie vom Panoptikon aus im Auge. Ah, das ist ganz schön aufregend, oder? Vor dem Monitor bestimmt, ja. Ja, also Hals und Beinbruch. Totally exciting. Okay, dieses Hartman-Ding kann nicht weit sein. Treiben wir ihn raus. Dann ist der das Monster, ja? Hatte recht. Man. Das ist irgendwie aufregend. Wissen Sie, es ist einfach schön, jemanden zum Reden zu haben. Seit ich das Panoptikon leite, behandeln mich meine Kollegen irgendwie anders. Als wäre ich verrückt, weil ich mit gewandelten Objekten arbeite. Sie verstehen gewandelte Objekte einfach nicht so richtig. Ich will nicht angeben, aber man muss sehr empathisch sein, um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Warum muss man denn da so persönlich werden? So. Die Forschungsteams arbeiten auch täglich mit paranatürlichem Material und niemand hält die für abgedreht. Naja, das stimmt nicht. Darling hat den Ruf, eine Macke zu haben. Aber wenn er komisch ist, dann ist es charmant. Gewandelte Objekte sind gar nicht so schlimm, wenn man sie erst einmal kennt. Wenn man weiß, was sie mögen und was nicht und worauf sie reagieren, muss man sich keine Gedanken mehr machen. Großartig. Vermutlich sind wir letzten Endes nur wilde Tiere, die vor dem eigenen Schatten Angst haben. Eigentlich sollten wir alle auf derselben Seite stehen. Aber manchmal wirkt es, als würde jede Abteilung nur für sich kämpfen. Wie in einem Wettlauf, den alle gewinnen wollen. Wenn es aber ein Rennen ist, dann ist Darling allen weit voraus. Er war jahrelang Trenches Liebling, aber die Beziehung ist jetzt ziemlich angespannt. Sagt zumindest die Buschtrommel. Nicht, dass ich tratschen will, aber die Leute reden halt. Ich natürlich nicht. Ich arbeite hart. Viel zu viel zu tun, um sich um was anderes zu scheren. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren und dann nach Hause, um Alfred zu füttern. Natürlich schaffe ich es nicht immer zum Essen nach Hause. Mm-mm. Dann sieht meine Nachbarin nach Alfred, wenn ich um 7 nicht zurück bin. You shut the fuck up. Schon älter. Sie kam in den 50ern nach New York wegen der Schule und ist geblieben. Hat auch ein paar Kinder. Hab sie an Thanksgiving getroffen. Große Familie. Sehr nette Leute. Naja, und sie hat einen Wohnungsschlüssel und füttert Alfred, wenn ich noch nicht da bin. Also wir hätten rechts oder links. Wir nehmen links zuerst. Keine Ahnung warum. Also wenn der Hartman dieses Vieh ist, dann haben die aber über die... Naja gut, die haben vielleicht mit dem Gewandelten komplett experimentiert. Und dann haben die eigenen, ja, Forscher, ne? Das versaut. Aber irgendwie habe ich es noch nicht. Also ich muss den Hartman immer finden, okay. Scheint wohl ein richtiger Brocken zu werden dann als Gegner, so wie der aussah. Wenn dann noch das Licht ausgeht, Freunde. Juhu. Okay, Checkpoint. Sieht gut aus.
Also hier ist es ein bisschen fairer als wie beim Marshall, würde ich sagen. Aber nochmal zur Klärung, falls jemand das nachschaut im VOD oder auf YouTube später. Es war meine eigene Schuld. Ich war von der Hauptquest, sag ich mal, so angetan, dass ich diese, also hier mit dem Schild, ja, das hier, komplett vernachlässigt habe. Schade. Schade, schade. Aber wir haben nur einen Punkt, reicht das? Nee, garantiert nicht. So, was war das hier? Schmetterschlagsschaden. Und was ist denn das? Drücke beim Schweben R3, um auf dem Boden aufzu... Oh, das ist cool. Reicht auch nicht. Ein. Da brauche ich drei. Die spare ich mir dann, oder? War mal ein Psy-Schaden? Reicht auch nicht. Okay. Könnte ich jetzt mal aufwerten. Immer noch nicht. Jesus. Okay, Hartman. Whatever you mean. You are mean. Oh Gott. Oh, das hätte ich wohl vorher machen sollen, weil die sind alle unterlevelt. Eigentlich ist das ganz gut. Weil dann halte ich ja eventuell ein bisschen mehr aus. Wollen wir die andere Knarre probieren? Na, mal sehen. 10 Jahre später. Wissen die schon, dass das das ist, oder? Ah, cool. Ja, so schlecht ist das nicht. Level 8. Okay, steigt der Level jetzt stetig, oder was soll das? Okay, Level ist zu. Ja gut, es ist eine Sidequest aus der Hauptkampagne, ne? Nee, Quatsch, das ist ja der DLC, was rede ich denn? Aber vielleicht hätte ich das Fundament... Aber es ging nicht. Ist direkt gestartet. Okay. Oh, fuck. Okay, wir nehmen mal die andere. Ist der gleich platt? Och Gott, die hat nicht so viel Schaden gemacht. Die muss ich erst noch hochleveln. Oh shit, ich muss weg. Okay, ich verstehe. Ist ja gut. Wir wollen ja nicht denselben Fehler machen wie beim Marshall, right? Gut, 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 wir kommen zu euch. Ihr könnt es ja kaum noch erwarten. Und vor allem eher nicht hier. Fuck. Okay, du Vogel, dann mach mal. Dann holen wir uns nämlich schön Leben zurück. Und jetzt kriegt er auf diesen Sack. Okay, komm. Ja, so viel macht ihr noch nicht. Muss ich später mal ein bisschen mehr machen. Ach, der hält so viel aus im Nacken. Ich wundere nicht, dass mal ab und zu ein paar Sachen aus. Cool, haben wir. Musik? Ah, hört nicht auf. Okay, Karte. Wir müssen hier lang. Shit, ist doch noch jemand da. Hi. Ah, da fehlt noch ein bisschen was an Upgrades. Music down. So, wo haben wir unsere Bridge? Jetzt müssen wir mal gucken. Müssen darüber. Also das Ding drehen, aber wie denn? Okay, was ist das hier? Ups. Unterirdisch. Können wir es wieder umgehen? Das ist alles Prefab, ne? Das sah so aus wie im anderen DLC, hätte ich fast gesagt. Guck mal hier. Hi, Dude. Mother F, dude. Oh mein Gott. Okay, wir müssen... Ach Gott. Jetzt geht das wieder los. Man hört hier immer so Geräusche. Man weiß nicht, wofür das ist oder wogegen.
Okay, hier könnten wir mal noch gucken. Okay. Stuff. Also wie komme ich da rein? Irgendwo hier. Also wir brauchen die Lichtquelle von hinten. Denke ich mal diese hier, weil die so extrem hell ist. Also gehen wir erst links, holen die Lichtquelle und machen den Eingang sauber, denke ich mal. Okay? Komm mit. Liebe Lampe, halt auch bis dahin. Ich sehe sie nicht mehr. Ja, ich hab's auch nicht mehr. Fuck. Das ist durch die ganzen Objekte, ne? Shit. Komm mit. Aber das finde ich eine coole Neuerung, weil sowas wünschte ich mir mal in Destiny. Dass man mit einem fremden Objekt irgendwie interagiert und dann, ihr wisst schon. Okay, jetzt kann ich den nämlich hier rausholen, weil den anderen kriege ich wahrscheinlich nicht. Okay. Wo war der Eingang? Ich weiß gar nicht mehr. Wo war die Stromgegenquelle? Ich hab's komplett vergessen. Hier in der Mitte. Okay. Okay, bin ich bereit? Nein. Oh, zum Glück. Okay, sieht gut aus. Warum wir aber zweimal Hartman, dem Limited oder Framoro Dings haben, erschließt sich mir überhaupt noch nicht, aber das sehen wir ja vielleicht klar. Oh, ich krieg Hilfe. Hier ist Direktorin Faden. Ich brauche Verstärkung an diesem Standort. Oh Gott, das haben wir ja heute schon ein paar Mal erlebt. Verstärkung ist da! Hi Dude, immer noch Level 7. Was machst du eigentlich beruflich? FBC. Fuck. Okay, ich bleib bei dir, knüpfte erstmal, weil die Haftgranaten wären vielleicht bei dem großen Gegner cool, aber müssen wir erstmal gucken hier, was hier abgeht. Wir werden uns erstmal einen Überblick verschaffen und dann gucken wir mal. Wow. Okay. Also wir haben erstmal normale. Okay, hauen auch gerne mal ab. Ich muss mir immer merken, nur die Energie dann zu holen. Jetzt wisst ihr warum. Ob ich da hinkomme? Oh, das wird hart. Wo kommt er denn jetzt erst her? Dude, du bist ein FBC Marine. Okay, er hat mir gezeigt, dass ich mich reinbacken kann, oder was? Okay, ich brauch Leben. Hm? Hat nichts genützt. So, wir haben noch eine rote Kugel. Oh shit. Kann man ja froh über. What? Über den Level sein? Was war denn das jetzt? Komm mal. Ja, ja. Ja, so könnte ich mir Leben holen, ne? Macht Sinn, aber brauche ich jetzt noch nicht. Hoffe ich. Okay, wir holen Leben. Ja genau, das hätte ich heute bei dem Marshall unbedingt brauchen. Fuck. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Also danke für den Tipp mit dem Schild, aber das Schild ist für so eine kleine Strecke ziemlich cool. Ich glaube, man kann damit ja auch springen, wie man sieht, aber naja. Oh Gott, ich muss den Typen rufen. Direktorin Faden hier. Okay, ich habe mich aber auch dumm angestellt, ehrlicherweise. Let's go. Los jetzt. Hey, du bist schon im Level? Was machst du hier? Trigger. Okay, zurück in den Tunnel. Und dann gucken wir mal hier in Ruhe. What the? Mal gucken, wie gut unser Mitarbeiter ist. Oh, er macht tatsächlich Schaden. Ehrlich jetzt, dude.
sehe gerade gar nichts. Die Kugel nervt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, Schweber. Ich weiß gar nicht, heilt die Kugel vielleicht sogar ein bisschen? Könnte fast sein, ne? Bisschen Leben holen hier. Ja, so kann man es auch aushalten, aber... ist eigentlich die beste Cover-Ecke hier, habe ich das Gefühl. Shit, das Ding da drin, Mensch. Ich habe keinen Marker. Nix. Ja. Ich glaube, die hat sich in das Gerüst verbuggt. Egal. Also ich möchte wenigstens, bevor Control 2 kommt, beide DLCs durch haben. Es sei denn, es gibt noch mehr, ich weiß es nicht. Aber ich denke nicht. Man, dauert ja ewig hier. Okay, wir haben Schweber. Wo ist unser Marine? Die heilen sich aber echt schnell. Nee, komm, du heilst dich jetzt nicht. Fuck. Wir müssen die Kugel wegmachen. Ich weiß nicht, ob die Umgebungsheilung oder irgend so ein Quatsch hat. Kugel down. Okay, man. Oh, immer mehr. Na gut. Scheiße. Da hätte man ein bisschen Leben hier drin, glaube ich. Ja, ja, ja. Okay, der ist weg. Die Stimmen, falls sich jemand wundert, kommen nur hinter mir durch das Tor. Shit. Ach, die Typen wieder, ey. Oh mein Gott. Okay, one more. Ich sehe ihn leider nicht. Den Schweber zumindest nicht. Okay, komm her hier. Ist der Schweber weg? Die Musik ist noch da. Ich brauch Leben. Ich sehe ihn nicht. Über mir, ne? Mit Schild hat er voll durchgehauen. Okay. Das wird eine harte Nummer, wenn der nicht nach killt hier. Ey, bitte nicht. Wieso kann er trotzdem ausweichen? Das ist fies. Das ist nicht Sinn der Sache. Das gibt's doch nicht. Komm mal. Reicht das jetzt? Wow, das war eine harte Nummer. Also der hat mir guten Tipp gezeigt hier, der Marine, auch wenn er draufgegangen ist, da ich in den Gang gehen konnte. Drei Kreuze. Nochmal nicht. Gut, wo lang? Wir müssen wahrscheinlich... Wo sind wir hergekommen? Von oben, ne? Und wir müssen... Ah, da ist schon der Hinweis. Hier durch. Okay. Das ist so, also technisch Respekt. Hat Schwächen, aber egal. Ich will ja nicht immer dasselbe erzählen. Okay, Utility Corridor. What the heck? Ich sehe nichts. Okay, vielleicht deswegen. Oh Mann, die Ideen sind so gut. Mal sehen. Man sieht dann nicht, wo ein Secret ist. Kann man das ewig halten? Ich befürchte nicht.
Also das ist die richtige Richtung, glaube ich. Okay, wäre noch ein Lämpchen gewesen. Okay. Wir duden das. Also Lampe scheint der ewig zu halten. Und da unten ist ja auch eine Suppe. Shit. Ja, du sagst es. Ich nehme mal lieber eine mit. Die ist nicht umsonst hier. Komm. Verdammt. Oh, scheiße. Da sind ja welche. Muss ich jetzt durch die Brühe? Okay. Also das habe ich noch nicht rausgefunden, was das hier ist, dass ich hier überhaupt rein kann. Vielleicht kriege ich dann irgendwas. Ich riskiere es mal nicht. Also, auf dem Weg sind wir. Checkpoint ist schon ein bisschen her, würde ich sagen. Ach nee, hier kommt wieder diese Aktion. Also, beide Tore könnte ich öffnen. Muss ich das abwechselnd machen? Weil hier habe ich auch noch Generatoren. Ich sehe die Schläuche, aber... Okay, wir gehen mal hier. What? War das alles dieses Hartmann-Ding? Ja, wenn es das war, dann gute Nacht. Okay, hier sind die Generatoren, die anlaufen. Nehmen wir an, wir brauchen beide auf jeder Seite, oder? Also den nehmen wir mal noch mit. Wir hatten... What the? Ich habe ich nicht da reingepackt. Komm mal mit. Also wir müssen das Tor öffnen, um den zu holen. Moment, was sind das für Schläuche hier? Rot. Rot ist... Oh Gott, orange ist es, oder? Gott, das sieht man hier ein bisschen schlecht. Lass mal gucken. Also wir haben zwei orangene Leitungen, eigentlich nur eine. Die zweite ist... Orange. Okay, hier. Theoretisch... Achso, wir haben drei. Stimmt ja. Also den haben wir... Okay, warte mal, aber wir haben doch noch... wir haben doch nur... Moment. Ich brauche den... Aber ich brauche drei, um den rauszuholen. Oh fuck. Okay, der fehlt noch hier. Gibt's denn einen dritten irgendwo? Da hätte ich das zuerst öffnen müssen, weil der hat nur zwei, genau. Also, wir machen rot zuerst, weil es ist schlauer. Dann haben wir ja drei. Chonk. Na, Augen auf im Straßenverkehr. Okay, wo haben wir rot? Rot ist hier. Dann holen wir uns den raus, dann haben wir drei, dann können wir den hinten anfangen. Okay, komm mit. Orange ging zum Beispiel hier rein. Ja. Und der kleine Orange, der ging, lass mal gucken. Einer ging querfeld ein, ne? Einer ganz rum und der... What? Nee, jetzt mal mit. Komm mal mit. Also der ist drin und der Orangene, den brauchen wir hier. Jetzt muss ich nochmal gucken bei den anderen. Das erkennt man so schlecht ein bisschen. Also der mündet. Hier brauchen wir den letzten. Orange check. Wo ist jetzt der vierte hin? Ach, der ist noch im Roten, okay. Nein. Komm mit. There you go. Ja, Rot und Orange im Dunkeln ist nicht für jedermanns Sache geeignet. So, jetzt müssen wir mal oben das Ding aufkriegen. Wie kriegen wir... Was hat der hier für Strom irgendwie? Jesus.
Wie soll man das denn rauskriegen? Na gut, vielleicht die Farben, die vorher nicht waren, ne? Blau? Eventuell? Ne, blau ist hier. Lass mal gucken. Ja, machen wir noch blau. Wie viel haben wir denn? 4. Habe ich 4? Oh Gott. Blau, Babe. Wir haben nur 3, oder? Ne, wir haben 4. Genau. Wo haben wir noch blau? Hier. Blau, blau, blau. Blüte Enzian. Schau, schau, schau. Blau haben wir. Blau haben wir. Das ist gelb. Und das ist... Hier ist blau. Und zwar hier rein. Ja. Okay, ein bisschen Übung kann nicht schaden. Vielleicht gibt es ein paar gute Materialien oder so. Schattierte Facette. Stufe 6. Okay, Modifikation voll, dann wird gelöscht. Okay, wir löschen den alten Kram. Ich denke aber auch immer nicht dran. Sorry. Das brauche ich erstmal nicht. Das auch nicht. Kann ich die jetzt aufheben? Ja. Schildnachladung. Habt ihr das gesehen? Das wäre cool. So, mal lesen. Schildkill Nachladeeffizienz. Waffen nachladen bei Kills mit Schildfähigkeit. Was bedeutet das, wenn ich das Schild hatte? Okay, wäre ja mal was. Aber da ist der Lebensbalken ziemlich dünn. Oder? Nur weil es Stufe 6 ist. Weiß nicht. Bin mit 4 Leben besser gefahren bisher. Naja, wir können es ja mal lassen. Wir haben ja das Schild neu. So, jetzt müssen wir nur rauskriegen. Also gelb ist dann wahrscheinlich hier, Kollege, ne? Gelb, gelb. Also nehmen wir 2 raus. Gelb, number 1. Und gelb, number 2 is somewhere here. Ich würde sagen das. Ja. Naja, so schlecht sind wir ja gar nicht. Haha. Also hier geht's weiter, denke ich. Und wir hören uns mal Kollege Tonband an. Nicht vergessen, auch die Wasserhähne im ältesten Haus reagieren auf eine dritte Nutzung. Verursachen Sie keine Wasserstörungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's. Wasserstörungen? Whatever, dude. Ja, das sah doch danach aus, ne? Serviceventile. Okay, jetzt müssen wir nur mal gucken, was das bedeutet. Ich nehme Schildfähigkeit und wenn ich dann schieße... Ich verstehe das mit der Mod noch nicht. Moment, nochmal lesen. Also, wir haben, gehen wir zurück, Schildkill, Nachladeeffizienz, Waffen nachladen bei Kills mit Schildfähigkeit. Also, das ist nur die Nachladeanimation. Ich meine, das haben wir eigentlich gesucht, nur müsste ich das erst ausprobieren. Dann nehme ich doch lieber das. Dann ist der Lebensbalken doch ein bisschen schicker. Ups, Checkpoint. Ja, fall mal ruhig hin, Babe. Ja, haben sie gut gemacht. Hast 2 Seiten, kannst du aussuchen. Und dann kannst du zusehen, ob das was bringt. Also wir könnten bauen. Aufwerten immer noch nicht. Verdeckte persönliche Modifikation absolut. Ach komm. Ja, und das passt. Das hatten wir dann nicht so hoch. Stufe 4. Naja, wir gucken mal. Ach shit, Genauigkeit war's. Shit. Ja, das ist nicht so gut. Ich glaube, hier verbrät man ziemlich viel, ne? Kann das sein? Also wir hätten Schuss-Ducken-Effizienz, Kosten von Flucht nach Waffenkills. Nicht so der Knaller. Man kann auch nicht überall alle anlegen, sehe ich gerade.
Genauigkeit. Auch sinnlos. Schade. So, Stufe hier. Da haben wir doch gerade was freigeschalten. Also, was ist das denn? Schleudern Energiekosten. Also weniger. Ist nicht mein Favorit, muss ich sagen. Ich nehme mal die blauen raus, weil die nutze ich kaum. Und das hier auch nicht. Das auch nicht. Nee, das lassen wir mal. Das, ja, haben wir doppelt. Moment. Nur damit wir ein bisschen Space haben hier fürs nächste Mal. Na egal. Are you ready? Ich auch nicht. Let's go. Wenn das wieder so ein Mörder-Bossfight wird, dann gute Nacht. Ohoho. Okay. Shit. Oh mein Gott. Mhm. Jesus, man. Dann mal raus mit ihm. So, bewege den Zug nach vorne, um die Lichter einzuschalten, hieß es. Welchen Zug denn? Den? Fuck! Ah, ich kriege keinen Damage. Okay. Also, das bedeutet... Ich muss erstmal hier hoch. Okay, cool. Mal ein bisschen konzentrieren. Okay, ich soll im Dunkeln, damit er immer weiter vorkommt. Ne? Okay, verstehe, verstehe. So, ich sollte ja hier einen Luftangriff. Was war das denn? Er hat mir fast das Leben gekostet, gerade der Vogel. Gehst du weg? Vielleicht sollte ich das wirklich aus der Entfernung lieber machen. Jesus, man. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwo noch Wände gibt, wo man hier Kaboom macht und dann ist es erledigt, ne? Also immer weiter nach vorne. Oh, scheiße. Natürlich habe ich mich verzettelt. War ja klar. Die. Headshot. Here we go. Okay, wo ist der Schalter? Andere Seite. Und dann noch mit dem Zug fahren oder was? Achso, der muss erst justiert werden. Also, er mag ja Licht nicht, ne? Okay, let's go. Oh, cool. Und da flüchtet er wieder, der kleine Hardman. Aber cool gemacht ist es. Gefällt mir ein Ticken besser als das andere. Okay, und nun? Neue Mission entgleist? Nee. Ach, da gibt's auch noch eine Mission. Fuck. Also, wir gucken mal, wo wir hin müssen. Was denn? Den ganzen Weg? Nee. Da hoch oder da durch und dann, Moment, Moment. Da ist dann das nächste Ziel, okay. Mal ein bisschen rumgucken hier. Ich muss mal unbedingt das Outfit wechseln, das ist so ein bisschen schräg. Haben wir sie hier wieder, Florence Scope. Oh, scheiße. Gut, an den habe ich jetzt nicht gedacht. Komm schon. Kommt er mit? Ich hoffe nicht. Mein Gott. Einmal nicht aufgepasst und schon wieder voll aufs Wappen. Kommt der hier mit? Wahrscheinlich, ne? Ja, run, run, run. Okay, da war nichts weiter. Oh, scheiße. Geil. Okay, welches Bild war das? Ich hab's nicht mehr gesehen. Wie bei The Ring? Okay. Kommentieren nur so viel, weil ich echt Schiss habe bei dem Game. Das ist wirklich ein... Oh Gott, das ist alles dunkel. Sind wir richtig? Ja. Hm. Ach, das ist wirklich der abgefuckteste Albtraum, den ich je gesehen habe. Ich meine, gibt ähnliche Spiele.
Aber das trifft's richtig hart. Gefällt mir sehr, sehr gut. Checkpoint. Na, Gottlob. Immerhin. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute fertig machen, weil ich werde nämlich auch gleich aufhören. Wir haben 20.17 Uhr. Bin nochmal eine Stunde 16 drauf. Vielleicht noch ein bisschen. Aber dann gucken wir mal. Weil wir sind ja... Oh. Ich glaube, wir sind da, ne? Ach Gott, kein Licht. Oh mein. Okay, ich sehe dich. Wir müssen was? Schalte die Lichter an, um Hartmann zu besiegen. Welche Lichter, Dude? Hier ist alles voll Lichter. Okay, der ist hier. Will ich ihn denn anschießen eigentlich? Moment. Ach, hier. Okay, wir machen die weg. Aber vielleicht den Typen nicht vergessen. Okay, das geht dann wahrscheinlich hier an. Und ich mach den mal eben platt. Geil, geil. Plus eins. Also, wenn man mich einmal kriegt, ist dann... Oh nein, ich lebe ja noch! Minus eins. Ha. Ich bin ja wirklich dämlich manchmal. Aber der zieht ganz schön Leben ab, der Kollege. Komm, lad nach, Babe. Ja, bei Control bleibt man wirklich ein bisschen dran. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... Okay, geh bloß nicht ins Dunkle. Also ich nehme mal an, ich nehme es stark an. Ich muss hier rüber. Ein bisschen Leben holen. Na, na? Kollege, das war nix, ne? Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Okay, versteckt. Die Frage ist jetzt, ich habe hier noch keinen Schalter aktiviert. Moment. Wir müssen erstmal gucken, wo der fehlende Dingens noch ist. Ah, shit, der hat gut was zu tun, der Kollege. Also, wo fehlt uns denn noch? Da ist eine Tür zu. Hier, das... Nee, das ist er. Wir brauchen noch irgendwo ein aktivierungsrotes Dingens da. Aber das ist es doch nicht, oder? Oder ist es in dem Raum? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Nee, sieht nicht so aus. Schnell, Zelle. Und da ist er schon wieder. Oh, der ist echt schnell. Fuck. Okay, warum kriegen wir diese Treppen zu sehen? Also muss hier ein Winkel sein. Also das ist es definitiv nicht. Gott, ist das cool. Also das gefällt mir mehr als wie der andere Kram da. Ich sehe leider noch nicht. Also entweder ist was in den Boxen hier drin. Ich kann das mal kurz zeigen. Es sieht so aus, als wäre das nur die Rück... Oh, scheiße. Der ist cool, der Typ. Ne? Also ich kann ja mal hier unten stehen bleiben. Also es könnte sein, dass das hier drin pulsiert, dass das das ist. Aber es könnten auch nur Wände sein. Also, dass der Power... Wir gucken einfach mal. Wo kommt ein Power her? Also, das ist der Schalter, den wir aktivieren müssen, damit wir alles hochfahren. Naja. So, wir brauchen... Oh, scheiße. Ist das so? Guckt mal bitte. Vier davon. Heieiei, wahrscheinlich liegen die alle im Dunkeln, oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Das ist irgendwie seltsam. Ich hab das noch nicht so... Nein, lass mir Ruhe. Ich habe immer nur... Ah, okay. Also in jedem wahrscheinlich liegen hier ein Transformator oder wie auch immer Stromkasten drin. Aber ich kann ich das... Nee.
Das raff ich gerade im Moment überhaupt nicht. Siehst ja, man kann. Nee, das ist nur zum Anhalten, ne? Also ist wie eine Barriere. Wie kriege ich denn die Barriere weg? Ja, mit dem Leben bestimmt nicht. Saugeil. Ja, wo bist du? Na, verpasst. wo kriege ich die denn her, Mensch? Also was wir noch machen können, ist hier alles kaputt machen, dass wir im Zweifel hier durchspringen können. Okay. Macht natürlich nicht viel Sinn manchmal, aber... das ist schwierig. Das würde ich mir gern für morgen aufheben, denke ich. Da haben wir doch ein bisschen was zu rätseln. Ja, komm, hau mich kaputt. Jetzt machen wir plus 1. 33 Freunde. Okay, also ich mache noch einen Versuch, nur um zu eruieren, was wir machen können da drin. Und dann würde ich für heute schließen. Der ist mir ein bisschen zu schwierig. Okay, könnte ich noch Hilfe rufen? Nee. Transit Bay. Also es wird ja gesagt, ne? Okay, speichert der das, dass ich die weggeholzt habe und habe volles Leben? Cool, okay, das nenne ich am... Ach nee. Ich dachte schon. Also wir hatten 1, 2, 3, 4 da oben. Korrekt. Den einen kann ich hinterrücks abballern. Genau. Also wäre das hier komplett. Ja, ist ja gut. Okay, wir gehen rüber. Da haben wir unsere Ruhe. Dann haben wir den. Dann hätten wir 5 abgeschossen. Und jetzt gucken wir mal. Ich befürchte ja, dass die Dinger hier irgendwo sind. Das ist fies, ne? Oh. Holy shit, man. Ja, ist gut. Ich mag den Hardman. Aber in dem Fall machen wir für morgen Schluss, weil ich weiß, 5 sind's. Ich habe jetzt noch nicht eruiert oder umrissen, weil heute war schon genug. Wir hören uns morgen, fange ich pünktlich, denke ich, an 16 Uhr rum. Und dann machen wir hier direkt bei Hardman Nummer 1 weiter. Freunde, es macht einen Spaß. I love you and we will continue tomorrow, babe. Dear Jesse. In diesem Sinne, JSOC 303 ist raus, Freunde. Dankeschön fürs Einschalten und bis dann. Bye, bye.